Moin Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, die Pause ist eingeschaltet, aber nur für den Aufnahmestart. Mein supergeiles Aufnahmeprogramm hat ja immer Probleme und stürzt dann ja gerne ab, wenn man irgendwelche Gebietsübergänge macht und so. Oder wenn man in diesen Auswahlbildschirm der Charaktere zurückgesetzt wird nach dem Laden. Deswegen sind wir jetzt hier so unterwegs und unser Ziel ist jetzt, ja, irgendeinen elfischen Magier zu finden, nicht am Friendly Fire zu verrecken und natürlich, und das ist das Allerwichtigste, rauszufinden, ob diese Typen, diese da, ob die untot sind oder nicht. Weil sie heißen Schattengoblin Scharfschütze. Ja. Okay, ja, grundsätzlich war ja unsere Idee, immer an der Wand lang zu gehen, nicht so schlecht. Würde ich behaupten. Solange wir halt... Uts. Immer schön drauf da. Alter, heute ist aber... Ich glaube, Frank ist in Feierlaune. Ja. So, pass auf, Leute. Ich speichere einfach mal. Nur einfach so. Ohne rot zu werden. Okay. Kannst du denn gleich mal versuchen, Untote zu vertreiben? Und gucken, ob das wirkt bei denen. Das kostet dich halt keinen Einsatz. So, also die stinkende Wolke macht schon mal nichts. Sehe ich richtig, ja? Vertreibst du mal Untote? Untote bitte? Vertreiben ist denen völlig egal. Ja, hast du gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Ja. Würde die es ab, nicht? Ja, aber ich weiß halt nicht, ob du dafür stehen musst. Guck mal, die sind jetzt nicht vertrieben. Der eine läuft jetzt weg. Sie sind also untot. Recht. Er ist predicted. Recht, ich nehme alles zurück. Und behaupte das Gegenteil. Und behaupte das Gegenteil. Hoffentlich sind es Untote. Ja. Ja, Elfenruine und so. Ja, dann gut. Dann wissen wir ja, mit Untote vertreiben, wenn das nicht so viele... Das sind ja Trefferwürfe, von denen das abhängt. Ja, das klingt vernünftig. Ja, wo will er denn jetzt hin, der Typ? Da unten sind sie in der Ecke. Putz. 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 Je mehr wir von denen vertreiben... Alter, die können da durchschießen? Ja, keine Ahnung, wie die es machen. Ne, das ist darüber, glaube ich. Das ist nur eine Balustrade. Eine Balliste, dann kann ich da auch durchschießen. Eine Barrikade. Aua! Ja, ja. Jetzt kommen sie rum. Ja. So, hört ihr, wie das Volk klingt? Gut. Ich glaube, die haben sich alle eingeschattet. Eingenässt. Man würde es sehen, aber sie sind einfach verdampft. Alter, ich kann ihn nicht anklicken. So, jetzt. Hör auf zu rennen, Feigling. Ich weiß, was zu tun ist. Nenn mir das Ziel und ich vernichte es. Okay. Das ist auch so lustig. Gerade will einer hinschlagen. Dann kommt... Und dann läuft er wieder weg. Schießt du noch, Amanessa? Das würde ich ja geil finden. So. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben, Mann. Zack. Ich glaube, meine Tage als Abenteuer. Vorsicht, du hast noch 20 Tipp. Hey. Sorry, hab zu langsam reagiert. Ja, dann laden wir mal und hoffen, dass uns das nicht wieder die Aufnahme reißt. So, Pause machen. Laden. Bitte. Alle bereit? Hier ist ja immer der... So. Wahrheit oder Pflicht? Hm. Okay, hat er gemacht. Ich bin entzückt. Okay, du bist aber auch gerade taub oder sowas. Kann also sein, dass du gerade nicht besonders gut zaubern kannst. Sonst zauber doch mal Schutz vor Bösem oder hast du Schutz vor Bösem 3 Meter vor uns? Für nee, uns? Hab ich nix. Okay, nur dann einfach nur vorsichtig gegenheilen. Müsste eigentlich dann ja was. Achso, da sind sie. Oh, Schädelfalle. Sag doch an, was ihr vorhabt. So, ich hab leider schon ein bisschen was gefressen. Au! Oh, du siehst noch gut aus, du hast erst 30 ab. Er hat nur wieder rumgenölt, der Typ hier. Au! Bravo! Hau die weg da. Ja, weg mit dem Schild. So, das war doch gut. Was liegt da rum? Ach so, ein magischer Beutel irgendwie, ne? Ich nehm den einfach mal.
Ja. Ich speichere jetzt mal. Kann ja nicht schaden. Mhm. Ja, nicht, dass wir einen Speicherfail haben. Okay. Kann ich geheilt werden? Ich bin zur Hälfte weg. Ich hab nur noch einen einzigen Heilzauber. Oh. Den kriegt, glaube ich, eher Frank. Ja, naheliegend. Okay, ja. Also, fast naheliegend. Ach. Soll ich die mal holen? Okay. Ja, klar. Ja, dann gehe ich mal runter. Du musst rein, ne? Die treffen halt immer so scheiße. Ja, flackt da was rein, ich flack da was rein. Achtung. Ich muss keine Todesfolge mehr. Das war ziemlich gut. Ja. Die, die anderen Typen hier. Ah, ich darf nicht so dicht ran. So, alles was noch da ist, können wir schön umflackern. Nur da sind wieder andere da hinten. Ich geh in die erste Reihe. Bitte. Achtung, Vorsicht, da sind rein, jede Menge. Sind mehr. Geht's einfach so, rein. Ja, ja, ich bin schon dabei. Ja, wenn da vorne jemand steht, dann ja. Ja, das sagt er immer so. Frank ist so, ein Tank. Ich flack da noch was rein, mal gucken. Wir müssen ja eh bald mal rasten. Ja. Ich vernichte es. Mit dem Ding hab ich ja immer richtig Angst. Super, ja. Ach, da hinten stehen die alle leider. Na gut, komm, die nehme ich jetzt auch noch mit. Nee, jetzt ist nicht, wir haben sie. Es ist schon zu spät. So. Meiner lebt da noch, jetzt nicht mehr. Was? Erb, alle weg hier. Weißt du, eigentlich in so einer Pen-and-Paper-Gruppe ist das ja nie so, ne? Aber eigentlich, wenn man hier so spielt, lernt man wirklich Angst zu haben vor Hexenmeistern. Hm. Sonst immer, es steht immer im Beschreibungstext, ja, die werden immer gefürchtet vom einfachen Volk, weil die ihre Magie so rausdroppen. Und Magier dafür lernen muss und Hexmeister eben nicht, die können das eben einfach so und deswegen verhaftet denen immer, ich speichere mal so was Böses und Unkontrolliertes an. Wir wissen alle warum. Flister, flister. So, da rechts geht's wieder runter und da hinten geht's wieder nach oben ein weiter, ne? Hier gibt's auch sonst, doch da oben ist noch so ein Bücherregal, das können wir noch untersuchen. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich auf der Kieler Woche auch einen Kölsch-Stand gefunden habe? Da ist immer einer. Angeblich soll es sogar zwei geben, ja genau. Ich habe das voll gefeiert. Ich wusste das ja nicht. Da waren wir letztes Jahr, als wir hier mit dem Betrieb da waren. Ja. Mit 7, 8 Leuten. Das war ganz lustig. Ich weiß nicht, was haben die da? Gaffelkölsch oder so, ne? Nee, diesmal hatten sie Frühkölsch. Okay, dann war ich an einem anderen. Ja. Ich meine, die hatten dieses Gaffel-Zeug. Ja, Gaffel ist ja auch ganz gut. Ja. Und auf jeden Fall muss ich gleich dem Gebot der kölnischen Gastfreundschaft nachkommen. Artikel 10 des kölnischen Grundgesetzes. Trinkt doch inne mit und dann habe ich natürlich alle zum Kölschtrinken eingeladen, mit denen ich da war. Das musste dann einfach sein. Und die haben sogar Karnevalsmusik gespielt. Ich war richtig happy. Und wir hatten noch eine dabei, die kannte die ganzen Lieder auch. Und ja, wir haben ein bisschen mitgesungen. War lustig. Links hoch? Hier geht's auf jeden Fall weiter. Links geht's nach oben, da ist die. Ja, gut. Das Tor nach rechts und da hinten geht's wieder runter. Ja, wollen wir also hier erstmal weitergehen? Auswahlmöglichkeiten ohne Ende. Ja, ich bin bei Achim. Achso, wir sehen ja beide nicht mehr so super Larry-mäßig fit aus, ne? Ich hab keine Zauber mehr. Boah. Hast du noch 86 TP? Hier sind zwei Sachen und ein Shutmord. Hab ihn, der wird nicht zaubern. Hinter uns kommen sie. Ja, ja, ich bin hinter euch schon. Ja, gut vertrieben. Vorsicht. Kannst du noch deinen Zwergenstand anmachen da? Bringt gerade nicht viel. Die kommen zu euch. Ja, die kommen nicht mehr. Jetzt kommen die zu mir. Ja, der oben rechts ist, der ist geturnt. Der macht gerade gar nichts. Also solange die mich nicht angreifen, kann ich hier halt wunderbar wirken. Seid ihr bereit für mich? Ich mach den oben weg. Ja, mein Zwergenstand hat da gut was gebracht gerade mal tatsächlich. Ja, ist ja gut. Er spielt ja Rüstung und Trefferpunkte. Ich speichere mal, ne? Jo. Machen wir in diesem Part schon zum dritten Mal, aber man muss ja vorsichtig sein. Vorsicht ist besser, oder? Als Nachsicht. Kommt auch eine Menge. Es ist zwar alles nicht stark, aber... Ja, ich muss gleich mal gucken. Habt ihr die Dinger da hinten geleert? Nee, hier ist ein Morgenstern drin. Wird ein Morgenstern plus 1 oder so sein. Und da beim Schreibtisch... Pack ich mal ein, sicherheitshalber, ne? ...ist Tote beleben, eine Schriftrolle drin. Hier ist ein...
Ich nehme das einfach. Eine Armbrust und ein Trank ist hier drin. Ja, Trank. Habe ich nicht auch eine Tranktasche? Eine Franktasche. So, okay. Ja, gut. Ich höre hier immer noch Schritte. Da kommt nämlich noch was, ja. Da kommt noch so einiges, Leute. Turn. Ja, danke. Okay, jetzt sind sie keine Gegner mehr. Aua! Alter, der hat dich auch hart gemeuchelt, der Typ. Ja, der hat gut getroffen. Wird Zeit, dass unser Kleriker Heilung sprechen kann. Einer ist da noch, der ist weggerannt. Den werde ich jetzt nochmal schnell absnipern. Und dann sollten wir rasten, würde ich sagen, ne? Wir haben schon wieder zwei Fälle fürs Krankenhaus. Der ist, glaube ich, hier lang. Ja, so kann man sich irren. Doch, da hinten steht er. Putz! Irgendwo im Nirgendwo. Putz. Sind da angekommen. Ja, war mir auch. Geklettert. Guck mal hier, ich bin off-map. Aber das kann schweben. Ja, du kommst hier erst später hin, hier ist Geheimgang und so. Ist denn hier noch was? Nee, okay, prima. Ja, wie laufen wir die ganze Zeit auf der linken Seite? Warte mal, hier ist zur ersten Ebene. Alles klar, hier wären wir sonst hochgekommen. Zur dritten Ebene, zur ersten Ebene. Hä? Wir sollten noch weiter rumgehen, denn man kommt noch irgendwie wieder zur ersten Ebene von einer Treppe, ne? Der ganz östliche Punkt auf der Karte, den wir auch noch nicht gehabt haben können. Ich bin dafür, dass wir unten rum weiter rumgehen, um dann nochmal von da zur ersten Ebene zurückzukehren. Das konnten wir dann nicht, weil der Geröll war. Wollen wir speichern und rasten? Und ja, dann hier bei der Treppe? Ja, was soll schief gehen, ne? An der Treppe ist es immer gut. Hoffentlich kommen wir da überhaupt rum. Das wäre ja schon mal gut. Okay, ich speichere. Ja, ich merke tatsächlich... So, im Speichern und gerastet haben wir auch schon, aber es hat natürlich dabei wieder die Aufnahme gerissen. Ja, dann würde ich sagen, erstmal ein bisschen heim, ne? Gerade der Frank. Kann man eigentlich dein Kämpfer? Das eigentlich tragen? Den unheilvollen Panzer? Sieht so aus. Als wäre das so eine leichte Rüstung. Ich bin gespannt, auf was immer wir hier finden werden. Soll gut für Amanessa sein. Ich hoffe immer noch auf einen Bogen oder auf irgendein krankes Elfenartefakt, das nur Elfen tragen kann. Wisst ihr, wie dieser. Danke! Wie dieser Helm da, den der Schmied verkauft, den die Gnome tragen können. Ein Schützerhelm, der irgendwie die Rüstungsklasse bringt und macht dich immun gegen alles Mögliche. Ja. Hätte ich mal einen Gnome gespielt. Hast noch einmal Heilung für mich, dann würde ich nicht ganz so. Also. Traurig durch die Welt gehen. Ich verlasse mich auf so, euch. So, na dann. Nochmal speichern. Und dann slowly advancing machen, würde ich sagen. Okay. Ja, ich glaube, Gegenstände nur für Zwerge werden wir hier nicht finden. Doch, ich glaube schon, wenn sie sowas haben. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. War alles. Ich meine hier aber nicht in der Elfenburg. Naja, aber der hat doch irgendwie geredet, dass die... Da kommen wir noch okay, nicht hin. Okay, dass da die Zwerge das wir vielleicht haben. Von der anderen Etage irgendwie auf die andere halbe Seite des Turms. Ich weiß nicht, ne? Also ich sehe hier runter oder nicht? Geht's da runter? Yes, geht's runter doch, oder? Geht's da rauf? Ja, aber nee, da runter. Waren wir schon. Wir unten gab's noch zwei Zugänge. Ich glaube, wenn wir da runter gehen, kommen wir einfach Habt ihr hier die Werkbank untersucht? Jo. Okay. Dann lass mal in die dritte Ebene und dann müssen wir im Hintergedanken, dass wir noch auf die andere Seite müssen. Okay. Ein magischer Baum. Oh, das erinnert mich. Vorsicht, Gegner! Ja. Bewegen Aua! Erster ist tot. Ein paar mehr. Ja, hoffentlich sind es keine Fernkämpfer. Doch, die gegenüber sind Nahkämpfer, das ist gut. Ja, ja. Die Ork, die Kleinen, ne? Die Kleinen haben Bögen. Sehr schön. Ja. Ja.
Okay, ja, den Rest kann ich theoretisch snipern, wenn wir genügend Zeit haben, ne? Wo geht's hier rüber? Wissen wir, vielleicht gibt's da keinen Übergang oder wir müssen erst einen bauen. Mich erinnert das hier ein bisschen an Zelda und den Gegenbaum irgendwie, weiß ich auch nicht. Ocarina of Time. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt zur zweiten Ebene, zur vierten Ebene, zur zweiten Ebene. Genau, und da unten rechts können wir zur zweiten Ebene zurückgehen. Das würde ich gerne, dass wir das tun. Hier geht das. Und was ist hier? Hier geht's aber auch weiter. Ja, warte, 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 das... Oh. Ei, verwirrt, weg, 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 weg von ihm, weg, 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 weg. Ach du Scheiße. Ich kann nicht weglaufen. Ich sehe es, jetzt können wir aber auch... Ja, du darfst nur keinen von uns angreifen. Zim, jetzt rennt er weg, er rennt da wieder hin. Ja, ja, du darfst nur nicht jemanden von uns hauen. Das wäre teuer. Nee, momentan hau ich die. Ja, das ist okay. Ich mach nur bei denen nicht so viel Schaden. Stufen auf. Ich hau die kaputt. Ja. Ja, nur solange du verwirrt bist. Er weiß nicht, was er tut, aber wann ist das hier anders? Jetzt bin ich wieder normal. Ja gut, dann drauf auf ihn, ne? Ruf ja, auf den Dicken. Ja, mach ich schon. Nice. Achtung, da kommt einer von links. Was ist das hier? Das die Treppe schon. Sieht so aus, als sei sie absichtlich zum Einsturz gebracht worden. Damit man nicht einfach nach oben gehen kann. Okay. Oh, Skelett mit Klinge. Da kommt noch ein gepanzertes. Oh. Na, sehr schön. Da kommen noch so einige von den Panzern. Das für mehr Schaden, glaube ich. Okay, erstmal den, der noch da ist. Der will Stress. Jetzt will er auch keinen Stress mehr. Alter, da ist aber never ending, ne? Obacht, da kommt noch so einiges. Auf in die Schlacht! Nicht chasen. Kannst du deinen Stand wieder anmachen? Ja, habe ich schon die ganze Zeit. Okay, ist nur dumm, schade, wenn die weggescheucht werden. Ja. Weil dann rennt er hinterher. Stand United auf. Okay, dann da ist aber noch einer da. Ja, genau das bitte nicht machen. Nee, aber dann, dann musst du schnell reagieren. Ja gut, jetzt natürlich. Und dann nur noch den nehmen, der bei dir bleibt, dann weiter angreifen. Also solange sie wegrennen, würde ich mich mir auch nicht beschweren. Ist er denn, wir laufen jetzt hier gerade in einen Raum voller... Alter, scheiße. Vorsicht! Ah! Au! Oh, trink einen Trank, trink einen Trank! Frank, trink einen Trank! Ja, lauf! Ich versuche da wegzukommen. Ja, ja, ich gehe auf den Schützen. Hab schon. Brennendes Skelett. Hab ihn. Okay, alter Falter. Ganz schön böse geleckt. Alter Falter. Eieiei. Das war knapp. Da sind noch Gegner. Noch jede Menge. Hauptsache, da ist nur... Soll ich die Wannentränke auch tränken, sicherheitshalber? Oder schafft ihr das? Ah, nimm eine Fernkampfwaffe zur Hand. Ja, da. Oh nein! Ich helfe einfach von hinten nicht. Ich hab die von hinten Ahnung, wo das ist. Ja, ich. Wie gesagt, ich muss stehen, damit ich Schaden machen kann. Leicht verletzt. Okay. Alter Falter. Hier so, wollte ich es aber nochmal wissen. Einer kommt da noch? Ja, noch zwei. Noch zwei, ja. So, ich bin wieder da. Das ging hier ja ganz schön heiß her, ey. Ja. Ja, schöne Grüße von Lieschen. Ja. Danke. Da ist noch einer. Noch zwei. Also das wäre auch ein lustiger Running Gag, wenn du jedes Mal uns von einem anderen Mädel grüßen würdest. Du musst das so abpassen, dass du dann immer... Ja, da muss ich nochmal mit irgendjemandem telefonieren. So. Schöne Grüße von Giselle. Sinn, Angriff, Zombie. Da ist noch einer. Der ist geturnt oder so. Durch Kleriker kontrolliert. Ach so, ja. Ach ja, du bist ja böse, wenn die nicht so viel rumrennen. Ich weiß nicht, wir sollten vorsichtig sein. Hier geht's halt, Sag mal auf. In der Mitte kann man irgendwas tun. Zur zweiten Ebene. Ach, da kann man mit einem Lift runterfahren. Und, oder den Lift runterlassen zur zweiten Ebene oder sowas. Da hätten jetzt eine Tür. Und da ist noch eine Tür und dann kommen wir hinten an den Bogen ran. Ja. Ja, aber ich würde sagen, die Tür öffnen wir nicht. Ich würde erstmal sagen, wir laufen hier nach, hier noch weiter rum und erkunden erstmal alles ohne die Tür.
Ja, nur durch die Tür kommen wir eventuell nachher zu den anderen Typen ja, nach oben. Ja, genau. Mal gucken, haben wir im mal gucken. Kopf. Ich kann eigentlich den Zombie mal absnipern, oder? Der ist ja jetzt gleich nicht mehr kontrolliert. Gut, 130 haben oder nicht haben. Wenn du fertig Skelettangriff. Ja. Ja. Alter Sinn, ey. Zack. Boots. Wenn du fertig aufgestiegen bist, Frank, sag mal, Achim. Ja, bin ich. Okay, dann speichere ich jetzt nämlich mal. Und dann würde ich auch sagen, ist das perfekt, um den Part zu beenden. Ja, das war ein heftiger Kampf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Anhieb geschafft. Auf Anhieb geschafft. Wir werden besser. So, also, reinhauen und bis dann. Ciao.